Süße Bergstadt. In einer abgelegenen Bergstadt lebten Menschen miteinander verbunden. Die Bewohner der Stadt lebten ein Leben im Einklang mit der Natur. Die älteste Person in der Stadt war Oma, die 90 Jahre alt war. Oma kannte die Geschichte und Traditionen der Stadt sehr gut. Er war einer der größten Schätze der Stadt. Omas Nachbarin war der 70-jährige Didi. Großvater war der beste Koch der Stadt. Mit den von ihm zubereiteten Mahlzeiten machte er die Stadtbewohner glücklich. Die jüngsten Kinder der Stadt waren 2 10-jährige Brüder. Die Brüder waren die ungezogensten Kinder der Stadt. Sie erlebten jeden Tag ein neues Abenteuer. Die Städter waren sehr eng miteinander verbunden. Sie haben sich immer gegenseitig geholfen. Eines Tages kam ein Fremder in die Stadt. Der Fremde wollte den Stadtbewohnern helfen. Er krempelte die Ärmel hoch, um in der Stadt eine neue Schule zu bauen. Die Stadtbewohner halfen dem Fremden. Jeder hat sein Bestes gegeben. Die neue Schule wurde in kurzer Zeit fertiggestellt. Die Stadtbewohner feierten die Eröffnung der neuen Schule groß. Der Fremde dankte den Bürgern. Er war sehr beeindruckt von der Freundlichkeit der Stadtbewohner. Der Fremde verließ die Stadt. Aber die Stadtbewohner haben ihn nie vergessen. Die Stadtbewohner erhielten erstmals eine Ausbildung in der neuen Schule. Die Zukunft der Stadt ist gerade rosiger geworden. Diese Geschichte ist die Geschichte von Menschen, die im Einklang mit der Natur leben. Diese Geschichte erzählt davon, wie wichtig es ist, dass Menschen einander helfen.